Es waren dramatische Szenen, die sich hier auf der A9 kurz vor dem Schkeuditzer Kreuz abspielten. Denn dieser Datscha war nach einem heftigen Unfall in Brand geraten. Ersthelfer eilen sofort herbei und fangen an zu löschen. Nur wenige Minuten später trifft auch die Feuerwehr ein. Vor Ort hat uns dann die Polizei schon Bescheid gesagt, dass sich in dem Pkw noch Personen befinden sollen, in dem brennenden Pkw. Wir haben sofort Löschmaßnahmen ergriffen. Doch die Feuerwehrleute können nichts mehr für den Fahrer tun. Der 63-Jährige verbrennt in seinem Auto. Noch während der Löscharbeiten kümmern sich Feuerwehrleute und Rettungsdienst um die Insassen des anderen Wagens. Zwei Rentner, 74 und 68 Jahre alt. In dem zweiten Pkw, der an dem Unfall mit beteiligt war, waren zwei verletzte Personen, die sind durch den Rettungsdienst versorgt worden und mittlerweile in die Krankenhäuser gebracht worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der 63-Jährige mit seinem Datscha äußerst langsam auf der mittleren Fahrbahn unterwegs gewesen sein. Der 74-jährige Peugeot-Fahrer hat ihn allem Anschein nach zu spät gesehen, raste mit hoher Geschwindigkeit ins Heck des Wagens. Für die Feuerwehrleute und den Rettungsdienst ist es ein ungewöhnlich harter Einsatz, denn sie müssen hautnah mit ansehen, wie ein Mensch in den Flammen ums Leben kommt. Auch für die erfahrenen Kollegen alles andere als Alltag. Die Kameraden, die im Nachgang den Bedarf haben zu reden, auch über die Folgen, die wir hier haben, denen werden auf jeden Fall Gespräche angeboten, auch über das Kriseninterventionsteam, die im Notfall dann auch mit bestellt werden können. Wie langsam der Datscha wirklich war und warum ihn der Rentner erst so spät bemerkte, all das müssen nun die weiteren Ermittlungen der Polizei ergeben.